Es war im Wiener Belvedere-Garten. Ein blond gelockter Jüngling folgt errötend meinen Spuren. Er geht auf mich zu, er spricht mich an. Wir promenieren und plaudern. Er ist wirklich ein lieber Mensch. Seinen Namen nennt er mir nicht. Ich verschweige dafür den meinen. So haben wir uns fast 2 Wochen lang täglich getroffen. Eines Tages war ich verhindert hinzugehen. Sofort kam ein Brief. Meinen Namen hat er vom Hausbesorger erfahren. Der Brief schloss mit den Worten: Ich kann ohne Sie nicht leben. Unterschrift: Leander. Leander? Der Jüngling muss ein guter Schwimmer sein. Na, und was haben Sie ihm geantwortet? Ich habe ihn nicht mehr gesehen.